Hallo und herzlich willkommen bei der Tangens Wirtschaftsakademie. Mein Name ist Christian Brestrich und als einer der Geschäftsführer der B&L Management Consulting GmbH und als Experte für das Thema elektronische Rechnung habe ich mit der Tangens zusammen in unseren Webinaren und Seminaren bereits sehr vielen Teilnehmern wichtige Grundlagen vermittelt zur Einführung elektronischer Rechnungsprozesse. Wir haben uns jetzt etwas überlegt, um das doch etwas trockene Thema ein bisschen aufzufrischen und insbesondere für die Kochfans unter Ihnen, ich selbst bin begeisterter Hobbykoch, werde ich versuchen, mit Ihnen zusammen eine leckere Kürbissuppe zuzubereiten und dazu Parallelen zu ziehen zu einem Projekt zur Einführung elektronischer Rechnungsprozesse. Neben dem Rezept erhalten Sie natürlich an der Stelle wichtige Tipps, was Sie in der Praxis beachten müssen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit etwas Appetit machen, sowohl auf die Suppe als auch auf das Thema elektronische Rechnung. Viel Spaß! Das heißt, das sind unsere Zutaten und damit werden wir dann mit der Kürbissuppe beginnen. Auch da vielleicht der erste Bezug oder die erste Parallele zu unserem Thema Einführung elektronischer Rechnungsprozesse. Ich habe mir alles schön vorbereitet, ich habe mir gute Zutaten rausgesucht und genauso sollten Sie auch im Projekt vorgehen. Sie sollten das Projekt gut vorbereiten, Sie sollten Ihre Ziele festlegen, ganz klares Projektziel festlegen, Sie sollten Ihre Anforderungen ganz klar definieren und am Ende ist es so, je besser Sie es vorbereiten, umso effektiver ist am Ende auch das Projekt und umso besser und insbesondere für Sie passender ist die Lösung, die Sie dann einführen können. Das heißt, klares Projektziel, gute Vorbereitung und dann beginnen. Wir starten mit dem Kürbis. Der Kürbis muss ausgehöhlt und danach gewürfelt werden. Am besten ordentlich scharfes Messer verwenden, weil nur so lässt sich der Kürbis gut mit Schale verarbeiten. Dann am besten den Kürbis vierteln. Und das Ganze mit einem Löffel aushöhlen. Wichtig ist, dass das Ganze Weiche weg ist, dass die weichen Bestandteile weg sind. Wir wollen das Fruchtfleisch vom Kürbis. Und jetzt müssen wir den Kürbis nur noch schneiden. Grobe Würfel schneiden, die Größe der Schnittstücke ist völlig egal, da wir am Ende sowieso alles pürieren. Müssen wir hier nicht so genau arbeiten, das heißt, wir können hier relativ grob arbeiten. Hauptsache, der Kürbis ist etwas klein geschnitten. Gut, damit hätten wir unseren Kürbis vorbereitet. Und wir können zu unserer nächsten Zutat übergehen, nämlich die beiden Zwiebeln. Auch bei den Zwiebeln ist es so, dass wir die nur relativ grob hacken. Am Ende, als nächstes werden die Zwiebeln dann ein bisschen angeschwitzt und ganz am Ende werden die Zwiebeln dann ja sowieso mit püriert. Deswegen die Zwiebeln als erstes schälen. Das kann man natürlich mit Küchenutensilien machen. Man kann das natürlich auch mit so einem kleinen Trick machen, indem man die Zwiebel einfach immer nur so ein Stückchen anschneidet. So grob eingeritzt und jetzt einfach grob in Würfel schneiden. Gut, damit wären unsere Zwiebeln auch fertig. Wir kommen zur letzten vorzubereitenden Zutat. Nämlich dem Ingwer. Beim Ingwer ist es wichtig, den Ingwer heiß abzuspülen. Das ist, wie gesagt, ein Bio-Ingwer, den können wir mit Schale verwenden. Das heißt, an dieser Stelle spüle ich ihn wirklich heiß ab und hacke ihn dann auch nur grob. Schneide ihn am besten in Scheibchen.
um dann grobe Stücke zu machen. Wenn man den Ingwer nicht fein genug macht, hat man dann Fasern in der Suppe beim Pürieren. Das ist dann auch, das ist nicht, schmeckt nicht gut. Also grob klein schneiden sollte man auf jeden Fall. So, mit dem geschnittenen Ingwer hätten wir dann alles vorbereitet und wir können beginnen, die Suppe im Topf zuzubereiten. Wir geben in den Topf einen vernünftigen Schwapp gutes Olivenöl. Ich verwende am liebsten frisches Olivenöl zum Braten. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man es zu heiß erhitzt, kann es bitter werden. Aber ich mag einfach das Aroma, was es beim Kochen gibt. Da kann man sagen, auch da kann ich mal eine Parallele zu unseren Rechnungsprojekten wieder ziehen. Es gibt wie beim Olivenöl, auch bei den Rechnungsanbietern, Lösungen und Anbieter wie Sand am Meer. Wichtig ist also an dieser Stelle, dass ihr den passenden Anbieter findet, den für euch passenden Anbieter. Anforderungen zusammenschreiben, wie soll die Lösung aussehen, wie ist der ganze Rahmen, wie muss alles passieren und dann die passende Lösung suchen. Das heißt, das passende Olivenöl zum Kochen finden und den passenden Anbieter für die Rechnungsbearbeitung finden. Gut, also wir haben jetzt das Olivenöl in den Topf gegeben und geben jetzt die Zwiebeln dazu und dünsten diese Zwiebeln kurz mit an. Ja, wie man sieht, die Zwiebelwürfel sind jetzt relativ grob geschnitten, aber das ist ja egal, es ist wirklich wichtig, dass die jetzt einfach ein bisschen dünsten und dass wir dann einen schönen Geschmack in die Suppe kriegen an dieser Stelle. Die Zwiebeln sollten nicht braun werden, sondern sie sollten glasig andünsten. Das klappt hier auf unserem Induktionsherd wunderbar, geht relativ schnell. So, nachdem unsere Zwiebeln jetzt schön glasig sind, gebe ich die Kürbiswürfel dazu und dünste die Kürbiswürfel für ungefähr 10 Minuten mit an. Während der Kürbis im Topf vor sich hin brutzelt, bereite ich schon mal die angesprochene Gemüsebrühe zu. Das ist relativ leicht. Ich habe, wie gesagt, diese selbstgemachte Gemüsepaste. Das sind verschiedene pürierte Gemüsesorten. Und um jetzt 1 Liter bzw. für die doppelte Menge dann 2 Liter Gemüsebrühe zu produzieren, mache ich einfach pro 500 Milliliter 2 Teelöffel. Hier rein. Und übergieße das Ganze mit heißem Wasser. Mit dieser Gemüsebrühe kann ich dann später das alles ablöschen, bevor wir es dann mit der Kokosmilch final würzen. Der Kürbis ist jetzt 10 Minuten angedünstet und wir löschen das Ganze jetzt mit der Gemüsebrühe ab. Wir brauchen ungefähr so viel, dass der Kürbis bedeckt ist. Also nicht zu viel reinmachen, sondern genauso viel, dass der Kürbis so schön bedeckt ist. Das ist völlig ausreichend. Als letztes kommt jetzt noch der gehackte Ingwer dazu, der jetzt einfach noch mitköchelt. Jetzt haben wir alle Zutaten in einem Topf und auch da möchte ich gerne nochmal die Parallele zu unserem Rechnungsthema ziehen. Alles in einem Topf sollte auch das Motto im Rechnungsprojekt sein. Das heißt, wenn es darum geht, welche Rechnung empfange ich, welche Formate empfange ich, kriege ich Papier, kriege ich elektronische Rechnung, PDF zum Beispiel, sollte ich das alles in einen Topf werfen, das heißt, die zukünftige Lösung sollte so aufgebaut sein, es gibt einen Rechnungseingang. Ich habe meine ganzen Rechnungsformate, sie fallen in einen großen Topf und werden aus diesem Topf weiterverarbeitet. Das heißt, plant es so, dass ihr zukünftig alle Rechnungen zentral kriegt, alle Rechnungen zentral an einer Stelle landen und dann einfach hinten raus zentral verarbeitet werden. Dem sachlichen rechnerischen Prüfer einer Rechnung sollte es völlig egal sein, ob das mal eine Papierrechnung war, ob das mal eine PDF-Rechnung war. Hinten raus muss es einfach in einem Prozess verarbeitet werden. Und das heißt, der Prüfer muss einfach zentral an der vorbereiteten Suppe bearbeiten quasi.
Wir warten jetzt, bis der Kürbis weich gekocht ist. Das heißt, wir köcheln das Ganze jetzt, probieren immer mal den Kürbis. Wenn er jetzt in diesem Status püriert wäre, wäre er ganz schön fest. Das heißt, wir warten jetzt, bis er aufgekocht ist, bis köcheln gelassen, bis es weich ist. Und dann fangen wir mit dem Pürieren an. Der Kürbis hat jetzt ungefähr 20 Minuten vor sich hingekocht und ist jetzt weich, sodass wir ihn jetzt zur Fertigstellung der Suppe einfach nur noch pürieren müssen. Heißt, ganz einfach, Pürierstab raus und alles durchpürieren. Die Suppe ist jetzt relativ dick. Wir könnten jederzeit noch mal Gemüsebrühe dazufügen, aber da wir ja noch Kokosmilch beifügen, fange ich erstmal mit der Kokosmilch an, dann werden wir sehen, wie die Konsistenz ist und dann machen wir gegebenenfalls noch mal Gemüsebrühe dran. Das heißt, an die pürierte Suppe gebe ich jetzt meine Kokosmilch. Die Kokosmilch ist etwas flüssig, das heißt, die Suppe kriegt auch noch mal eine flüssigere Konsistenz dadurch. Also immer vorsichtig erstmal mit der Gemüsebrühe. Gemüsebrühe kann man später immer noch hinzufügen. Wenn aber einmal zu viel drin ist, dann ist natürlich auch der Geschmack weg. Was ich auch gleich noch mache an dieser Stelle, ich gebe frisch gemahlenes Chilisalz dazu, wo ich eine ordentliche Portion auf diesem großen Suppentopf. Aber auch hier gilt natürlich, man kann jederzeit nachwürzen, man könnte jederzeit noch ein bisschen mehr dran machen. Also auch da vielleicht erstmal irgendwann abschmecken. Was ich auch gern jetzt schon mache, ich gebe auch an dieser Stelle schon das Kürbiskernöl ein bisschen dazu. Das gibt man üblicherweise am Ende über den Teller, um das ein bisschen zu dekorieren. Aber das Kürbiskernöl hat einfach einen leckeren Geschmack. Deswegen gebe ich auch hier schon einfach mal einen Schwapp mit in die Suppe. Auch da gilt natürlich, je nach Geschmack kann es mehr oder weniger sein. Jetzt püriere ich alles nochmal zusammen gut durch. Das war es jetzt auch ganz grundsätzlich schon. Das heißt, unsere Suppe ist jetzt soweit vorbereitet, soweit fertig, um die gesamte Familie zu versorgen und alle hungrigen Mäuler zu stopfen. Auch hier nochmal die letzte Parallele zu unserem Rechnungsprojekt. Auch wenn, wie ich mit der Suppe gern alle Anwesenden, alle Beteiligten hier versorgen möchte, müsst ihr auch in dem Rechnungsprojekt frühzeitig dran denken, alle mitzunehmen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, dass ihr Leute außen vor lasst, dass ihr Leute, insbesondere vielleicht auch sachlich-rechnerischen Prüfern, eine Lösung vor die Nase setzt, wo sie nicht mitreden konnten. Das heißt, immer alle mitnehmen. Am Anfang gibt es direkt Akzeptanzeinbußen, wenn die Leute sagen, ich kriege ein System übergestimmt, was ich nicht möchte. Das heißt, bindet frühzeitig schon die sachlichen Prüfer-Freigeber ein, bindet die Buchhaltung ein und bindet vielleicht auch schon eventuelle Interessensvertretungen ein. Das heißt Personalrat, das heißt Datenschützer. Das kann am Ende des Projektes ganz massiv Nerven sparen oder, wenn sie nicht eingebunden sind, Nerven kosten. Das heißt, alle versorgen von Anfang an, wie wir es mit unserer Suppe tun. Gut, wir haben alles vorbereitet und so wie wir unsere Suppe auch immer weiter verfeinern können, sollten Sie auch mit Ihrer Rechnungslösung verfahren. Das heißt, gehen Sie stufenweise vor, beginnen Sie mit Ihren Basisprozessen, setzen Sie die um, leben Sie Ihre Basisprozesse und dann verfeinern Sie es aber immer weiter. Also wichtiger Punkt ist zum Beispiel, während ich am Anfang meistens das Thema Rechnungseingangsprozess betrachte, sollte ich danach dieses ganze Thema Purchase to Pay betrachten. Das heißt, ich gehe von der Bestellung bis zur Zahlung einer Rechnung. Heißt, am Anfang habe ich nur meinen Rechnungseingang, aber irgendwann betrachte ich den Bestellprozess. Je besser meine Bestellung ist, umso einfacher ist mein Rechnungseingangsprozess. Das heißt, so wie wir es hier immer schöner machen und immer besser machen, sollten Sie auch Ihre Lösung, wenn Sie die leben, einfach weiter bearbeiten. Also beginnen Sie mit Ihren Standard-Startprozessen und machen Sie danach
einen Schritt nach dem anderen obendrauf und gehen Sie aber den Prozess einfach bis zum Ende. Gut, damit wären wir bereit, die Suppe anzurichten. Etwas Kürbiskernöl und als Abschluss ein paar der gerösteten Kürbiskerne. Dazu das Baguette und wir sind fertig damit. Nachdem unsere Suppe nun fertig ist und ich Ihnen einen ersten kleinen Einblick in das Thema elektronische Rechnung und Rechnungsprozesse gegeben habe, würde ich mich freuen, wenn ich Ihnen das ganze Thema noch ausführlicher näher bringen könnte. Und es wäre schön, wenn wir uns in unserer Webinarreihe Einführung elektronischer Rechnungsprozesse bei der Tangens Wirtschaftsakademie wiedersehen würden. Bis dahin.